Servus und hallo. Willkommen zu meinem kleinen Projekt heute. Beziehungsweise zu meinem neuen Wochenendprojekt. Und es ist, wie ihr sehen könnt, Binding of Isaac Rebirth. And they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs. Gucken wir uns erstmal das nette kleine Intro an. Wahrscheinlich muss ich den Sound noch ein wenig leiser machen. Mal gucken. Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me to prove your faith. I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Jeder hat auch irgendwie eine Trapdoor in seinem Raum, oder? Just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Und damit sage ich nochmal herzlich willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Ein kleines neues Nebenprojekt von mir. Ich hoffe, dass es gefallen wird. Mal gucken, ob der Sound hier nicht vielleicht doch noch ein bisschen zu laut ist. Fullscreen machen wir nicht an. So. Und dann starten wir direkt mal einen neuen Run, ne? Und wir nehmen natürlich Isaac Lost. So, wir können das Übliche, wie bei Binding of Isaac, mit unseren Tränen schießen. Und wir können natürlich durch die Räume laufen. Und, treffen dabei auf solche Gestalten hier. Es gibt in jeder Base, ups, das war die falsche Taste. Was ist da gerade passiert? Naja, egal. Und da haben wir unser erstes Item. Das ist ein Right Rage Speed und Range Up. Das ist sehr schön. Das gefällt mir ziemlich gut sogar. Weil Speed und Range. Oh Gott, jetzt habe ich direkt schon hier Mr. Troll Bomb. No. Geh weg von mir, du blöder Trollmann. Aber ihr seht oben halt seine Lebensanzeige. Und die ist jetzt gleich auch schon vorbei. Genau. Wir kriegen ein silbernes Herz. Und eine Karte, das ist Chariot. Ich weiß gar nicht, was sie macht. Aber das werden wir noch früh genug herausfinden, denke ich mal. Und da haben wir schon ein Herz verloren. Ich sag direkt, ich bin nicht der Meister hier in dem Spiel. Aber es sollte für ein paar Runs reichen. Gut, da ist nichts mehr. Hier haben wir noch eine Kiste, die wir öffnen können. Was kriegen wir? Eine neue Pille. Und eine Teleportationspille. War dieses? Normalerweise bin ich bei Pillen immer vorsichtig, aber irgendwann will man ja auch wissen, was die tun. May nothing stand before, okay? Dann schauen wir mal. So, und hier kommen wir auch schon fast zum Bossraum. Von dem ersten Level.
Wir machen kaputt und erhalten eine Safety Cap. Und wir haben als erstes Gegner Larry Jr. als Endboss halt. Wow. Eigentlich ein angenehmer Gegner, der nicht so ex-sauer. Okay, das macht also die Karte. In Ordnung, weiß Bescheid. Oh, wir kriegen das Pentagramm. Das ist schön. Damage gut ab, wie ihr seht könnt. Hier, zwei... Ne, warte mal. Ein Damage ab, ne? Ist ja schade. Wir gehen weiter in die nächsten Tiefen. Was uns hier erwartet. Basement 2. So, hier mal wieder, ein Bomberman. So, schauen wir doch mal. Und da kriegen wir die Mr. Boom. Eine Bombe, die man immer wieder benutzen kann. Wenn man zwei Räume geklärt hat. Das seht ihr hier oben links. So, hier haben wir wieder ein paar fiese Gegner. Wir haben lange auf dieses Spiel gewartet eigentlich. Und ich muss sagen, es ist viel, viel besser als zuvor. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe es zwar noch nicht ganz durch. In gar keinem Run, also meistens verkacke ich dann irgendwie. Keine Ahnung. Oder ich kriege halt nicht die Items. So, ein Key. Damit öffnen wir Türe und wir kriegen... Was zur Hölle ist das? Rainbow Baby Buddy. What the fuck? Okay. Strange. Egal, nicht so schlimm. Wow. Wow. Hier haben wir noch ein Herz. Das nehmen wir mit. Wow. Oh, ich glaube, die Schüsse von ihm machen immer andere Attacken. Beziehungsweise, so, hier haben wir noch einen Schlüssel, den wir nehmen mit, natürlich. Und ich würde sagen... Autsch, okay, dafür opfern wir uns nicht, das können wir vergessen. Hier haben wir einen Nickel gekriegt. Und ihr seht es bereits, die schießen auch. Wir haben Mr. Dinkel. Ein recht nerviger Gegner eigentlich. Sollte aber das geringste Problem sein. Okay, ich bin tot. Damit wäre der erste Run schon beendet. Ja, ich weiß nicht, ich mach mal zwei Runs in einem Level, in einem Video. Wer natürlich das komplett anders haben wollt, dass ich 15 Minuten Videos machen soll, dann sagt ihr mir Bescheid. Das sind die Stars, okay. Ich glaube, das ist ein Bonusraum. Gucken wir mal. Nope. Das war für den Itemraum, wo man hinkommt. Und ihr seht schon, also der Schuss ist extrem langsam im Moment. Ich stelle mich aber auch dumm an heute, ganz ehrlich. So, okay, das Vieh ist tot. Wir haben nur noch ein Herz, yeah, hey. Ja, was soll man da großartig zu dem Spiel sagen? So, tot. Ah, das war so ein komischer Zombie-Kopf. Der Soundtrack von Binding of Isaac ist natürlich auch ganz cool. Da haben wir noch ein Herz bekommen, das ist schön. So, die Viecher erinnern mich irgendwie mal an die Zombies von Minecraft. Okay, ein ganzes Herz gekriegt. Yay.
So, jetzt haben wir wieder eine relativ billige Monstrosität. Denn Monstro ist meiner Meinung nach einer der leichtesten und zugleich nervigsten Gegner. Kommt aber daher, weil... also eigentlich ist es einer der leichtesten Gegner. Weil er macht halt nichts anderes, als er schießt ein bisschen, springt dann hoch, schießt dann wieder und dann springt dann zu dir hin. Also, okay. Er hat mich trotzdem getötet. Und ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier Schluss und sage bis zum nächsten Part von Binding of Isaac. Bis dahin, euer Nighty zockt.